Auf den ersten Blick kann man zwischen Fitnessstudio und Krabbelgruppe nicht sofort unterscheiden. Mindestalter beim Kanga-Training 8 Wochen. Die clevere Idee, Mama erspart sich den Babysitter und trainiert ihren Bauch, der Nachwuchs seine Motorik. Genauso wie in der Trage. Die Kinder hängen da ja jetzt nicht nur drin, sondern die müssen auch aktiv beim Tragen ihre kleinen Muskeln anspannen. Und dadurch wird die Motorik sehr geschult. Im zweiten Teil der Stunde geht's nämlich richtig zur Sache. Immer mehr Mütter schwören auf die Methode aus Österreich. 16 Kanga-Trainerinnen gibt's in Sachsen. Vor 2 Jahren waren's gerade mal 3. Ist Gymnastik mit den Babys nicht zu anstrengend, wenige Wochen nach der Geburt? Man fühlt sich wieder schwanger. Ja. Also das Gewicht wieder, was man so mit sich rumgeschleppt hat, die 9 Monate, ja. Aber durch die Trage ist es angenehmer für den Rücken. Es verteilt sich. Es macht ganz viel Spaß, man macht Sport, man ist mit dem Baby unterwegs. Ihr macht Spaß, meistens schläft sie auch ein. Die Babys scheinen Spaß zu haben an den Bewegungen. Viele werden in den Schlaf getanzt, doch nicht zu früh freuen. Wenn es nur lernt, durch die Bewegung ruhig zu werden und einzuschlafen, dort gibt es eine Studie auf dem Markt, auf die Babywipper bezogen, dass diese Kinder eher später zur Hyperaktivität neigen. Und für Babys mit Blockaden gibt es noch mehr zu beachten. Wenn ich den Kopf nicht richtig hinten einbinde, das Baby schläft in dem Moment ein und fällt so immer in seine Blockade rein oder staucht die Halswirbelsäule, dann kann es für das Baby gefährlich werden. Doch die diplomierte Bühnentänzerin setzt auf medizinische Beratung. Ihre Praxis betreibt sie zusammen mit Hebamme Anke Scholze. Die beiden schauen genau drauf. Und dass wirklich auch der Kopfbereich gut gestützt wird, dass die Anhock-Spreizstellung eingehalten wird, der Rundrücken eingehalten wird in den Tragen und dass das Baby eng anliegt, dass es keine großartige Luft zwischen Mutter und Kind gibt. Also die sind sicher drin, auf alle Fälle. Nach 1 Stunde Training sind die Mamas und fast alle Babys ziemlich geschafft. Doch die beiden Nachwuchsturner wollen gern noch weitermachen.